Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bonus-Vlog und heute schauen wir uns den DEZIRO HC von der Ostdeutschen Eisenbahn an und fahren von Frankfurt an der Oder nach Potsdam und dabei kommt heute ein sechsteiliger DEZIRO HC zum Einsatz. Ja, die DEZIRO HC bei der ODEC sind nagelneu, kommen auch erst seit dem Fahrplanwechsel zum Einsatz, genauso wie bei Go Ahead. Den DEZIRO HC von Go Ahead habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und nun schauen wir uns die Variante von der Ostdeutschen Eisenbahn an. Und wir sehen hier einmal den Endwagen, der ist hier mit der zweiten Klasse ausgestattet. Und wir sehen schon, es sind die gleichen Sitze wie bei Go Ahead. Natürlich mit einem anderen Muster, passend zur ODEC. Aber ansonsten ziemlich ähnlich ausgestattet. Mit dem einzigen Unterschied, dass hier in der zweiten Klasse die komfortableren Kopfstützen verbaut sind, die es bei Go Ahead nur in der ersten Klasse gibt. Hier haben wir einmal den unteren Bereich eines Zweite-Klassenwagens gesehen mit einem Mehrzweckbereich und jetzt schauen wir hier mal nach oben und das ist der größte Unterschied im Vergleich zu Go Ahead. Die erste Klasse, die ist komplett anders, denn die ist hier in der Mitte des Zuges, bei der sechsteiligen Variante sogar bei zwei Wagen im Oberdeck. In einer 2+1 Bestuhlung und mit einem anderen Sitzmodell. Hier kommt das gleiche Sitzmodell zum Einsatz wie auch in der ersten Klasse im neuen Siemens Mireo von der Deutschen Bahn, den ich euch im letzten Bonusvideo vorgestellt habe, den wir hier auch gerade noch im Hintergrund sehen. Es gibt Sonnenblenden, die ungefähr über die Hälfte des Fensters reichen. Die Sitze sind verstellbar, es gibt Schmetterlingstische und Steckdosen. Keine induktiven Lademöglichkeiten wie im Siemens Mireo, aber auch USB-Steckdosen und reguläre Steckdosen. Und wie schon im Mireo-Video gesagt, ich finde diese Sitze wirklich sehr bequem, sowohl in der zweiten als auch in der ersten Klasse. Wobei ich gerade bei den Sitzen in der ersten Klasse auch häufiger schon Kritik gehört habe. Die ich persönlich aber nicht nachvollziehen kann. Für mich sind diese Sitze sehr bequem und sehr praktisch. Hier sehen wir den Reihensitz. Wir haben einen sehr großen, stabilen Tisch und vor allen Dingen ist die Lehne hier senkrecht. Bei vielen Sitzen gibt es zwar große Tische, aber dann ist der Rücken des Sitzes vorne dran so schräg, dass man den Laptop gar nicht aufklappen kann. Und dieses Problem hat man hier eben nicht, weil hier die Rückenlehne des Vordersitzes senkrecht ist und relativ schmal. Dadurch hat man auch, zumindest wenn man etwas breitbeinig sitzt, eine höhere Beinfreiheit. Die Rückenlehne des Sitzes selber, wenn man sitzt, ist dann allerdings natürlich nicht kerzengerade, sondern das ist wirklich eben nur auf der Rückseite des Sitzes der Fall. Ansonsten hat man hier eine sehr angenehme ergonomische Sitzform, wo man eine relativ gesunde Haltung hat. Auch hier haben wir die erste Klasse in einer 2+1 Bestuhlung, also wirklich sehr ähnlich dem Siemens Mireo. Wir fahren jetzt hier gerade in Richtung Berlin vorbei an der Tesla Gigafabrik Grünheide und erreichen dann relativ schnell auch schon Berlin. Wir fahren dann über die Berliner Stadtbahn in Richtung Potsdam. Und das Ganze ist der RE1. Den RE1 gibt es in drei verschiedenen Varianten. Da muss man also immer ein bisschen aufpassen. Nicht alle Züge des RE1 halten an allen Haltestellen. Manche halten öfter, so wie unserer. Der hat insbesondere im Bereich zwischen Frankfurt und Berlin an fast allen Stationen gehalten. Andere fahren hier fast an allen Stationen durch. Unserer fährt dafür im weiteren Verlauf etwas beschleunigt. Also da muss man auf jeden Fall immer gucken, gerade wenn man zu den kleinen Stationen möchte, sind nicht alle Züge des RE1 geeignet. Der RE1 wurde bisher mit Dostos von der Deutschen Bahn bedient und wurde jetzt eben von den DEZIRO HC von der ODEC übernommen. Dafür fährt die Deutsche Bahn jetzt zum Beispiel auf dem RE2 nach Cottbus, der davor von der ODEC bedient wurde. Wir haben hier den Bahnhof Berlin-Alexanderplatz gerade erreicht. Und nun geht es weiter über Berlin-Friedrichstraße und den Berliner Hauptbahnhof in Richtung Potsdam Hauptbahnhof. Den weiteren Verlauf der Strecke werde ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Ihr seht es ja schon, es ist relativ dunkel. Und dadurch, dass der DEZIRO HC im Oberdeck eben sehr geneigte Fenster hat und dadurch, dass das Fenster nicht gerade ist, wird es umso dunkler, es ist umso schwieriger, da noch etwas aus dem Fenster heraus zu filmen. Und deswegen schauen wir uns hier nur noch die Ausfahrt des Zuges in Potsdam an.
Das war es dann auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, wann das nächste Video dann kommt und von wem die Musik stammt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich sehr über Likes, Kommentare, Abos oder auch in geteilten Links erfreuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.